Zu meinem nächsten Minecraft-Tutorial. Wie ihr seht, sind wir wieder im Kreativmodus und ich will euch heute mal einfach die Grundwaffen sozusagen von, oder die Grundwerkzeuge von Minecraft zeigen, die man als allererstes haben sollte und die am wichtigsten sind. So, und ich denke, wir fangen einfach direkt mal an mit der, mit dem normalen Schwert einfach. Das Schwert baut man einfach, indem man einen Stock nach unten setzt und dementsprechend Eichenholzbretter oben drauf setzt oder irgendwelche anderes Holz, das ist scheißegal. Dann hat man ein Holzschwert, das setzen wir mal hier rein. Das Holzschwert, das kann man, also das Schwert kann man auch nicht nur aus Holz machen, sondern dementsprechend auch aus Eisen und aus Gold. So. Und natürlich auch aus Diamanten. Eigentlich das bekannteste Schwert aus Diamanten. So. Oh, das sind die Schwerter. Und dann tun wir die mal in unsere Truhe. So. Und jetzt zeige ich euch, wie man eine Axt macht. Die Axt ist eigentlich relativ leicht. Man macht es einfach so. Da haben wir die Holzaxt. Und die Holzaxt kann man natürlich auch in allen verschiedenen Varianten machen. Haben wir eine Eisenaxt. Dahin. Eine Goldaxt. So. Eine Diamantaxt. Geht natürlich auch. Die haben wir dann da. Tun wir direkt mal wieder in die Truhe. So. Und jetzt zeige ich euch, wie man eine Schaufel macht. Die Schaufel macht man einfach, indem man zwei Sticks nach unten setzt und einen dementsprechend Holz, Eisen, Gold oder Diamant oben drüber. Ah ne, das ist eine, ja, eine Schaufel, genau. So, das ist die Holzschaufel. Die gibt es natürlich auch noch als Diamant. Quatsch, als Eisen. So. Und als Goldschaufel. Natürlich auch. Und als Diamantschaufel. Natürlich auch. So. Und die tun wir dann auch mal wieder in die Truhe. So. Jetzt zeige ich euch, wie man eine Hacke macht. Also womit man Felder bearbeiten kann oder womit man sich Felder machen kann. Das geht dementsprechend auch aus Holz und aus Diamanten und aus allem Möglichen. Eine Holzhacke haben wir hier. Dann eine Eisenacke, Hacke. Oh, was ich gerade noch vergessen habe, das Ganze geht natürlich auch noch mit normalen Stein. Das geht bei jedem. Man kann natürlich auch ein Schwert aus Stein machen. Man kann auch eine Schaufel, eine Axt und eine Hacke aus Stein machen. Ups, was mache ich denn hier? Das hatte ich total vergessen. Ja, das zeige ich euch dann. Ich habe doch schon eine. Warum habe ich jetzt noch eine gemacht? Gold. Nein, Gold habe ich auch schon. Ach, Mensch. So, Diamanten. Da haben wir die Diamanthacke. Und jetzt kann man natürlich auch noch alles aus stinknormalem Stein machen. Das zeige ich euch auch noch schnell. Vorher tun wir erst die da alle rein. Das Schwert aus Stein geht genauso wie alle anderen. Nur halt, es sieht so aus. Ein Steinschwert. Dann haben wir hier die Stein... Axt. Sieht so aus. Dann die Eisenaxt. So. Ach, die habe ich doch schon. Warum mache ich die jetzt denn nochmal weg? Die. Eisenschaufel. Die Steine. Ach, wann mache ich? Ich komme gerade voll durcheinander, sorry. So, 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 so. Und jetzt noch die Eisenhacke. Die geht ganz normal, die Steinhacke, die geht ganz normal wie die anderen auch. Die haben wir hier.
So, die tun wir dann auch mal wieder da rein. So, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Das waren einfach die Grundwerkzeuge in Minecraft. Und was willst du denn hier? Das waren die Grundwerkzeuge in Minecraft. Und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen mit diesem kleinen Tutorial. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich würde mich über ein Like oder ein Abo freuen. Danke, ciao.